Bastelnerds. Willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Ich begrüße euch zum 8. Dezember und auch heute freue ich mich natürlich, mit euch meine Kalenderchen auszupacken. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Sprüchen wieder an. Neben Blau. Irgendwie habe ich jetzt ganz viel Rot da drin. Ich ziehe die scheinbar nie. Gut. Das ist lustig. Die liegen gerade hier so neben mir. Ist das schon mal aufgefallen, dass ich irgendwie auch immer nur rosa und blau ziehe? Komisch, ne? Ich sage, das sind meine Winterfarben. Gut. Gut, machen wir weiter. Also, schwierige Straßen führen oft zu wunderschönen Zielen. Das stimmt auch und finde, das ist auch so ein netter Spruch, den man sich einfach immer mal wieder im Kopf behalten sollte. Machen wir weiter mit GM. Und zwar haben wir da heute die Auswahl zwischen einer mega coolen Ratte mit Hut, oder ist eine Maus, ich weiß nicht, und einem zuckersüßen Bärchen mit Schoki. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe ja immer so auf süß. Aber ich muss auch zugeben, dass diese Ratte es mir durchaus auch angetan hat. Oder die Maus, also für mich ist es eine Ratte. Und ich finde sie sehr, sehr cool. Gut, so wie das Ganze aussieht, muss ich das ganze Teil sowieso abwarten bis zum Schluss und mich dann endgültig entscheiden. Ich meine, klar, es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, die wären es hundertprozentig. Aber ich muss auch zugeben, es ist nicht unbedingt leicht, mich da, glaube ich, zu entscheiden, weil so ein paar Sachen finde ich richtig cool oder denke mir halt, ja, wäre jetzt praktischer, weil es häufiger zu benutzen oder so. Ich weiß es einfach noch nicht. Also wir schauen einfach mal. Wir machen weiter mit kreativ bunt. Ich habe schon gefühlt, das muss eine Stanze sein. Macht ihr das auch? Wenn ihr die Möglichkeiten habt, dass ihr dann schon vorab fühlt, was es sein könnte. Und wie ich sagte, eine Stanze. Okay, das sind ja sehr filigrane Blätter, würde ich jetzt mal sagen. Weiß nicht, was die dann darstellen sollen. Hier steht auch, ja, Blätter. Okay, also sind halt filigrane Blätter, kann man halt immer mal irgendwo noch da hinten ranstecken oder irgendwie sowas. Kann man immer gebrauchen. Machen wir weiter mit Valentina. Das ist die 8. Ich habe hier die Seiten hier schon aufgemacht. Also wirklich entzückend, wie sie alles zusammengebaut hat, oder? Oh, wie cool, wie cool, wie cool, wie cool. Ja, sehr cool. Da freue ich mich richtig dolle. Also, ihr kennt die sicherlich auch alle, können mit Wasser befüllt werden und dann kann man halt sprühen. Ich benutze die, naja, meine ist ein bisschen größer. Also, ich benutze die Dinger hier auch immer und mache zum Beispiel hier mein Schrubbelpad immer nass, um meine Stempel dann halt zu reinigen. Oder man kann auch ganz toll, da gibt es so komisches Pulver, was man auch noch da zusammenmischen kann. Oder man kann Alkohol reinmachen, wenn man hier so mit Alkoholinks oder irgendwie sowas arbeitet. Sehr, sehr cool, kann man immer gebrauchen. Sehr praktisch. Also freue ich mich, super. Dankeschön. Ich hätte es eigentlich auch offen lassen können. Egal. Gut, also hier, ich taste ab. Das ist natürlich Schwachsinn, aber es ist ein Stempel drin. Juhu. Wieso habe ich den denn nicht schon? Alles aufgemacht. Irgendwie einen vergesse ich immer, ne? Ja. Gut, hier haben wir in der 8. Ja, passend natürlich zu dem von gestern. Lesen. Wenn nichts mehr geht, hilft Lesen. Und Lesen gleich Abenteuer im Kopf. Passt natürlich perfekt zum gestrigen Tag mit dem Bücherregal. So, bleibt nur noch Scrap of Forever mit einem weiteren Spruch, was zu erwarten ist, wenn es der Sprüchekalender ist. So, Stille spricht, wenn Worte es nicht können. Ja, das ist für mich so ein Tröstespruch, also wahrscheinlich eher so Trauerkarte. Ich finde das hier sehr schön mit diesen Geschnörkelten hier. Also kann man auf jeden Fall auf Trauerkarten verwenden, aber weiß ich nicht. Vielleicht kann man es auch manchmal auch für irgendetwas, wenn man einfach nur so trösten halt möchte. Aber tendenziell würde ich es wahrscheinlich eher für Trauerkarten verwenden. Ist auch ganz nett. Ja, ich würde sagen, das war's ja schon dann wieder für heute. Und dann sehen wir uns morgen.
Ich habe leider euch auch nichts zum Basteln zu zeigen, weil ich im Moment ja so ein bisschen mit mir zu kämpfen habe und da ist irgendwie gerade Basteln nicht drin, aber vielleicht morgen wieder. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend. Bis dann, ciao.